Ich grüße heute Franco Ottavio Matthias, HCM Quickborn Schleswig-Holstein, ein Unternehmen, das seit Jahrzehnten am Markt ist, das sich auf das Thema Mittelstandsfinanzierung spezialisiert hat in verschiedensten Facetten. Lieber Herr Matthias, lieber Franco, wir kennen uns ja schon etwas länger. Wie sieht denn im Moment der Markt aus? Wir haben Corona seit Monaten, wir haben Lockdown-Branchen, einen harten Lockdown hinter uns. Wie läuft denn im Moment überhaupt der Finanzierungsmarkt? Und sicherlich gibt es Best-Practice-Beispiel oder ein Best-Practice-Beispiel, das man hier mal kurz anführen könnte. Ja, Lothar, vielen Dank nochmal für deine Einladung. Ja, der Corona-Bereich, ja, und möglicherweise der zweite Lockdown vor der Tür, auch bei uns. Katastrophe, kann man nur sagen. Im Bereich der Finanzierung sehen wir vor uns, gerade für dieses Jahr, einen deutlichen Sprung nach vorne. Wir haben eine ganze Reihe von atypischen Beteiligungen umgesetzt. Beispielhaft könnte ich mal zwei Projekte nennen. Ich denke, das wäre ganz gut für ein Praxisthema. Wir haben zum Beispiel bei einer Ausgründung in Göttingen über die Thematik Abwasser eine Gesamtfinanzierung aufgebaut, obwohl wir dort ein Gesamtvolumen von fast 3 Millionen gelegt haben, fast 1,2, 1,3 Millionen, wo ich auch als HCM selbst beteiligt bin, war es extrem schwierig, obwohl von drei verschiedenen Hausbanken ein Letter of Intent hatten, mit einer klaren Darstellung, wann die Verträge sozusagen gefertigt vorliegen sollen, zwecks Unterschrift, weil ein entsprechender Bau damit initiiert werden sollte, kam es am Ende zu zwei Absagen von Banken und wir glücklicherweise noch eine dritte Bank hatten, die nicht die Hausbank waren und konnten trotzdem dann nach über 8 Monaten das Closing durchführen, obwohl wir eine deutlich hohe typische atypische Beteiligung hatten und wir eigentlich davon ausgehen, dass es leichter gehen sollte. Ich denke, das ist ein gutes Beispiel, wie die Marktsituation im Moment ist. Der Markt wird ja geradezu geflutet mit Liquidität. Andererseits, wenn man jetzt mal von den direkten Hilfen absieht, die, und das war aber auch wieder je nach Bundesland von der Handhabung durchaus differenziert, aber wenn man davon mal absieht, die Möglichkeit an Liquidität zu kommen, hat sich für kleine und mittlere Unternehmen, glaube ich, unverändert nicht erleichtert. Ist das auch eure Auffassung? Also wir sehen deutlich eine in dem Bereich Verschlechterung für gerade kleine mittelständische Betriebe. Es wird zwar viel gesagt, aber zum Beispiel bei einer Volksbank hatte mir der Vorstand letztendlich sogar erwähnt, gerade in Bezug auf KfW-Mittel, die ja viele jetzt nochmal beantragt haben und hoffen, somit über die Grenzen bzw. über das Ziel hinauszuschießen. Ja, gerade heute Morgen steht, glaube ich, im Handelsblatt drin, dass man für 2021 eine Steigerung der Insolvenzquote von 35% erwartet, also 6.000 zusätzliche Insolvenzen für 2021 geplant. Glaubt man dran, wir werden sehen. Aber was ich sagen wollte, der Vorstand der Volksbank hatte mir ganz klar und kritisch gesagt, durch die ständigen Änderungen der KfW hinsichtlich der Wirtschaftsthematik haben die ein unheimlich hohes Risiko, selbst bei den Haftungsfreistellungen von 90% bis zu 100%, sodass sie sich bei jedem einzelnen Fall die heute jeweils aktuellen Bedingungen hinterlegen, hinter den Kreditantrag, sodass man nachher nicht in die Situation kommt, wenn es zu einem Ausfall kommt, dass man eigentlich irgendwas Falsches gemacht hat und dann tatsächlich nicht die Wirtschaft realisiert. Es hört sich alles immer so toll an, aber eigentlich von den vielen Banken gar nicht gewünscht und umsetzbar. Genau, das ist unsere Erfahrung auch, die wir in der täglichen Praxis machen. Was bietet denn HCM als BVMW-Mitglied, Mitglied im deutschen Mittelstand, was bietet ihr denn an für Tipps, aber auch für Unterstützung? Wo unterstützt ihr ganz konkret mittelständische Unternehmen, aber auch kleinere Handwerksbetriebe, Dienstleistungsunternehmen? Wo könnt ihr ansetzen? Wo ist eure Stärke? Also auf meinem LinkedIn-Profil steht ja eigentlich Eigenkapital ist Trumpf heutzutage. Sozusagen, das sieht man auch heute immer mehr, weil viele Unternehmen als solches immer noch viel zu schwach kapitalisiert sind. Sie versuchen jetzt über diese KfW-Krücke, Hürde, wie man es nennen will, weiter zu retten, halten wir absolut für den falschen Weg. Weil letztendlich die Tilgung, die, glaube ich, in 2 Jahren oder 1 Jahr dann beginnen werden, werden fürchterliches Desaster nach sich ziehen.
Und wir gehen davon aus, dass natürlich auch da die Insolvenzen nochmal steigen werden. Deswegen können wir heute nur Unternehmern raten, wirklich alternative Wege zu gehen. Und wir können als HCM neben der klassischen Beratung und Betreuung solcher Projekte gerade Unternehmer darstellen, anbieten, die in solche Projekte auch investieren, weil natürlich gerade der Markt für, ich sag mal, der Zinsmarkt und auch der Immobilienmarkt, der ja noch sozusagen die letzte Bastion für Investoren war, auch gerade mehr oder weniger geschlossen ist. Viel zu hohe Preise. Man kennt das ja gerade im Süden Baden-Württemberg, im Münchner Raum, sind das ja Preise horrend. Ich war am Wochenende in Travemünde, da wird wirklich der Quadratmeter für 10.000 Euro verkauft. Wir sprechen über 10.000 Euro den Quadratmeter. Und das ist die alte Grenze zu Ostdeutschland. Unglaublich, die Preise kann man überhaupt gar nicht mehr reinholen. Also unmöglich. Deswegen raten wir heute vielen Unternehmern auch in diese Bereiche zu investieren. Ist ein Novum, was wir als HCM, denke ich, machen, weil viele kleine Tickets, die wir gerade speziell umsetzen können, führen zur ersten Form der Kapitalisierung eines Unternehmens, also der erste Schritt. Und mit dieser erhöhten Kapitalisierung schafft man es dann, auch weitere Finanzierungsmöglichkeiten, sei es Bank, als auch andere Quellen, anzuzapfen, um dann eine saubere Basis zu erreichen. Wir sind in Deutschland halt viel zu wenig kapitalisiert. Man muss Richtung 30, vielleicht sogar 40% aufbauen, nur dann wird man auch diese Zeiten überleben. Ja, und man möchte natürlich bei uns das Gute. Das ist ja das, was die Politik jeden Tag betont. Verbindet es aber permanent mit Restriktionen, mit Auflagen, die dann, so wie du vorher auch dargestellt hast, aus dem Fall wie der Volksbank, die du angesprochen hast, die Banken werden dann auf der anderen Seite zu bürokratisiert, weil das Risiko über alles steht und leider nicht das Risiko im Sinne der positiven Chance, Risiko ist ein Überbegriff, sondern das Risiko im Sinne des negativen Risikos. Wie sieht es denn in Deutschland aktuell aus? Vielleicht das noch ganz kurz als Abschlussfrage. Wie sieht es in Deutschland im Moment aus, wenn A, jemand innovativ in den Markt hineingeht, also mit einem neuen Produkt, mit einer neuen Produktentwicklung? Ich spreche von klassischem Risikokapital. Und wie sieht es denn aus im Falle B, nämlich in der zweiten Alternative, wenn er Schiffbruch erlitten hat? Schiffbruch heißt, er hängt im Schutzschirmverfahren, im klassischen Insolvenzverfahren. Jetzt ist im Moment in der Lesung ein neues Restrukturierungsrecht im Sinne der Insolvenzordnung. Ab 1. Januar soll das ja kommen. Kann man da noch ganz kurz zu diesen beiden Polen, das sind ganz unterschiedliche Felder, das weiß ich natürlich, aber vielleicht noch mit 2, 3 Sätzen zumindest mal so eine Richtung noch vorgeben? Also ich denke, an Geldmitteln, gerade für kleine Mittelständische, mangelt es in Deutschland keineswegs. Es ist halt wichtig, dass man sich eine Struktur aufbaut, dass man natürlich Vertrauen zu Dritten, also zu Unternehmern findet, die sich möglicherweise in welcher Form auch immer in dem Unternehmen beteiligen. Dann hat man ja eine Symbiose, sozusagen beide Parteien haben Risiken zu tragen, aber es sind auch absolute Chancen. Und auf deine weitere Frage, gerade hinsichtlich der zukünftigen vorgezogenen Möglichkeit der Strukturierung, halten wir das absolut für eine gute Idee. Aber auch dort, sei es im Insolvenzplanverfahren im schlimmsten Fall, damit hat man wiederum Chancen und man muss sich wirklich als Unternehmer heutzutage wirklich überlegen, ob man solche Möglichkeiten nicht ergreift, weil es die Chancen bedingt, sich endlich von gewissen Zöpfchen zu befreien und dann in einer neuen Struktur umzusetzen. Weil wenn man heutzutage 800.000, 500.000 KfW oder welche Größenordnung aufgenommen hat, dann ist doch in vielen Fällen nicht zu erwarten, dass mein Umsatz so dramatisch nach oben geht, dass ich eigentlich am Ende kapitalfähig bleibe. Und das Resultat sehen wir doch, es verschiebt sich doch alles nur in diesem Zeitraum und der große Knall, der wird kommen. Das war's heute wieder. Lothar Lehner, Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft in der Region Stuttgart, Standort Göppingen. Ich darf einen wunderschönen Tag wünschen und nochmals Danke sagen für diesen Videocall.